Jo, meine Lieben, ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Wir befinden uns jetzt auf GrooveGames.net. Mal wieder, wer hätte es denn anders erwartet? Es ist ungefähr 3-4 Stunden nach der letzten Aufnahme. Und ja, wir sind gerade jetzt auf CityBuild 22 gejoint. Es ist immer noch relativ wenig los hier am frühen Morgen. Aber nun ja, ich habe doch noch in der Nacht etwas in meine Nähe gezimmert, was ich eigentlich schon seit längerer Zeit vorhatte. Das hat mich auch nur etwa ja, 1 bis 1,5 Stunden Arbeit gekostet. Ich weiß, andere können das definitiv schneller. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte für Redstone. Ich fall hier mal wieder runter. Erstmal gucke ich, na, okay, Zuckerrohr ist noch da. Und es geht hier um diese schicke Anlage, die ich mir hier erstellt habe. Die ein oder anderen werden wissen, was das ist oder werden es sehen. Ich habe natürlich hier außenrum noch ein bisschen, ja, einen kleinen Weg jeweils erstellt, sodass ich dann auch wirklich überall so ein bisschen dran komme. Ja, ist jetzt nicht besonders schön, ist jetzt nicht besonders toll. Aber meine Baumfarm ist fertig. Somit ist dann hier Maschine Nummer 3 mit Redstone fertig, die ich selber gebaut habe. Nur hier bei der Zuckerrohrmaschine hatte ich zu Anfang eine kleine Unterstützung, aber so im Großen und Ganzen hatte ich die auch angefangen selber zu bauen. Wir haben immer noch keine Ruhe und immer noch keinen Schlaf gefunden, auch wenn der Tag schon wieder neu begonnen hat. Im Moment sind hier einige am Start, auch der liebe Key. Herzliche Grüße gehen an dich raus, wenn du das siehst. Dann natürlich, wer hier auch relativ bekannt ist, Hardcosa, dann halt hier LPM BC Marianne und LPM El Major. Syracuse, Tom Souls, Medicos, Entercat, Patent, Ente, Patente, so. Schnurschuh ist auch so ein Begriff. Und da ist noch einer mit seinem komischen Prefix, den ich jetzt gerade nicht erkennen kann. Denn ich, wie gesagt, habe hier ja kein Levy drauf, Levy Mod, sondern Bad Line. Aber wir waren letztens schon beim Syracuse gewesen, der hatte sich, warum sind wir jetzt da denied? Baut er nochmal um? Okay, zweites GS funktioniert. Weil eigentlich wollte ich euch das vorstellen. Okay. Ja, Freunde, hier sind wir richtig. Und zwar sagte er so letztens, okay, wenn du möchtest, schau dir mal meinen Shop an. Das habe ich schon mal natürlich im Voraus gemacht. Das wollte ich aber heute nochmal mit euch zusammen machen hier. Und hier oben ist natürlich dieser Apostroph, den man auch immer Deppenapostroph nennt. Er ist jetzt nicht sonderlich, ja, förderlich. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier kommen wir halt rein in eine riesige Eingangshalle mit verschiedenen kleinen Shops. Es ist auf jeden Fall wirklich nice gemacht. Das habe ich ihm selber ja auch schon gesagt. Wir haben hier so eine Verbindungstreppe zu anderen Shops und hier halt so eine Empore. Natürlich sieht man das Ganze jetzt hier nur, wenn man hier so ein bisschen durchgeht, weil ich das Ganze auf ja, 1 oder 2 Chunks, glaube ich, gestellt habe, weil es einfach absolut ja, etwas doof ist für mich.
wegen den ganzen Lags bei mir. Was hier jetzt natürlich, okay, hier sind zum Beispiel Sachen mit Preis, es sind natürlich noch einige nicht ausgezeichnet. Natürlich ist Syracuse auch noch dabei und macht das ein oder andere noch neu. Natürlich hier das mit den offenen Türen ist ganz nett gemacht. Sieht aber auch gleichzeitig aus wie so diese, ihr kennt doch in diesen Kaufhäusern meist diese Diebstahlsicherungseinrichtungen an den Türen. Das erinnert mich auch so ein bisschen daran. Jetzt starten wir aber nochmal hier unserem Key einen kleinen Besuch ab, der halt hier dieses Plot momentan hat. Ja, ich weiß gerade nicht, was hier gerade so im Chat abgeht. DulliTV ist auch wieder mit am Start. Hier auf Griefer Games. Und so langsam kommen die ein oder anderen bekannten Gesichter hier rein, die halt morgens aktiv sind. Sage ich einmal, was haben wir denn hier für einen Bunker? Okay. Moment. War der Meinung, hätte irgendwas gehört. Ah, und da meldet sich Syracuse, bei dem wir eben waren. Ich bin natürlich nicht der Experte in der Aussprache. Natürlich mache gerade eine Aufnahme. So. Weil ich war ja schon mal so bei ihm gewesen. Sag mal hallo YouTube. Aufnahme kommt morgen dann. Ich hoffe, wir sind noch hier in der Aufnahme. Ja, es sieht gut aus. Ich musste das natürlich hier ein bisschen checken. Ja, hallo YouTube, genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich war schon mal bei ihm außerhalb der Aufnahme da. Ich wollte das Ganze halt auch mal zeigen, was man so aus einigen Shop-Ideen so machen kann. Und da hat er sich ja relativ viel einfallen lassen. Finde ich auch ganz gut. Und wir werden jetzt doch nochmal random hier uns zu mir teleportieren. Nein. Ach, Pixel ist auch wieder mit am Start. Den kennen wir auch hier auf dem CB. Im Übrigen, wo gab es ja noch einen berüchtigten Scammer. Also wer das Video von Rypex gestern gesehen hat, also wenn die Aufnahme kommt vorgestern wahrscheinlich, der weiß, um wen es sich handelt. Ein sehr, sehr bekannter Scammer, der gebannt wurde. Aber nicht wegen Scamming, sondern wegen irgendetwas Schlimmeren. Dazu habe ich leider keinerlei Information. Das, ja, müsst ihr Rypex fragen. Aber der war auch hier relativ bekannt auf diesem CB. Und dann gibt es ja hier so die ein oder andere. Darin, ich habe mich jetzt gerade erschreckt, wenn ich hier eine neue Truhe eingesetzt habe. Und ich denke so, warum ist die Truhe leer? Aber hier unten, okay, es füllt sich langsam, aber sicher, aber es dauert halt seine Zeit. Normalerweise müsste ich hier bestimmt nochmal gefühlt 10, 15, 20 Stockwerke in die Höhe bauen. Aber das Ding ist jetzt schon relativ monströs, also ich könnte es jetzt auch nach unten in die Erde bauen. Aber nee, wir lassen das mal
So, und dann, ja, wenn ich dann halt mehr brauche, muss ich dann halt hier auf diesem Chunk öfter unterwegs sein, was jetzt natürlich kein Problem ist. Ich habe übrigens heute auch ein paar Start-Items gefunden. Wer die wohl verloren hat, ich weiß es nicht. Es fühlt sich so ein bisschen anders. Könnte Abge dahinter stecken mit einem Undercover-Account. Man weiß ja nie. So, ihr habt gesehen, ich zeige euch also die funktionierende Baumfarm. Ihr setzt also hier einen Setzlink hin, dann hier in der Truhe ist Knochenmehl, das wandert hier in den Werfer und dann so, zack, und dann habt ihr gesehen, es ist ein Stamm nachgerutscht. Und schon kann man ihn wieder ernten, zack, 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 zack. Und er ist geerntet und wir können hier wieder den nächsten Setzling nachlegen. Natürlich ist die Farm jetzt nicht so effektiv und natürlich verbraucht es ganz schön viel Knochenmehl, aber Leute, allemal besser als in die Farmwelt zu latschen und dort von irgendwelchen Mobs getötet zu werden oder von anderen Spielern. Ja, also das sollte doch die Mühe wert sein. Vor allen Dingen, ihr könnt hier so viele verschiedene Baumsorten setzen, wie ihr wollt. Wenn ihr sehr viel Eichenholz wollt, setzt ihr Eichen, ja. Also zumindest, ne, Birkenholz würde sicherlich auch funktionieren. Ich weiß aber nicht, ob die Maschine hier jetzt auch Schwarzeiche produzieren würde, weil Schwarzeiche ist halt so ein Thema. Schwarzeiche braucht ja normalerweise etwas mehr Platz, weil der Stamm einfach 4-5 Mal dicker ist, beziehungsweise aus mehreren Teilen besteht. Okay. Okay. Ich denke mal, weil es hier oben dran liegt, deswegen geht es gerade nicht weiter. Ja, etwas Knochenmehl verschwendet. Sobot muss man halt wieder etwas mehr farmen. Das könnte hier auf CityBuild 22 natürlich auch gut bei /ph-tricom. Kennen wir ja schon. Mittlerweile 20 Spawner hier am Start. Wirklich mega, mega nice. Und ja, wir lecken hier durch die Gegend. Schalalalala. Schalala in the morning. So. Auf jeden Fall, ne? Dann Karten gibt es hier auch einige, also ne, geschenkte Karten oder gekaufte Karten. Einige Karten kann man sogar erwerben unter PH3-Karten. Schaut da mal gerne mit vorbei. Denn hier seht ihr, wir haben hier einige Kärtchen am Start. Und ihr seht, wenn man Karten kauft, unterstützt das die Community Farm, die ihr gerade gesehen habt. Nee, ich will keinen GR aushöhlen oder irgendwas. Oder mitmachen, mitmachen. Mitmachen ist relativ. Also, ne? Ich meine, es ist natürlich so, klar, man kann seine eigenen Bauideen veröffentlichen. Ist halt die Frage, was wird dann, wenn man in Streit gerät und so weiter und so fort, was wird, wenn man nicht getrusted ist. Es stellt sich halt so alle möglichen Fragen letztendlich. Deswegen ist es halt viele, viele einfacher und besser, wenn man dann, manche Dinger sehen so gecreeft aus, wenn man dann sich selber so sein eigenes Grundstück anfertigt, sag ich mal. Okay. Tropenbäume und weiter. Vielleicht sollte ich auch mal bei mir in meine Baumform Tropenbäume einlegen, weil ich brauche auch noch mal wirklich ordentlich Zeug. Ordentlich, ja. Braune Farbe bzw. Kakaobohnen. Sind ihr hier auf Griefer Games die braune Farbe?
Da gibt es halt viele, die dann immer wieder fragen, ja, wo kriege ich denn schwarze Farbe her? Aus den Tintenbeuteln lässt sich keine schwarze Farbe machen. Aus den Kakaobohnen lässt sich keine braune Farbe machen. Aus den Lapis lässt sich keine blaue Farbe machen. Ja, Leute, das geht halt an die neueren Spieler. Nutzt einfach Lapis, die Beutel oder einfach die Kakaobohnen einfach so. Weil hier muss man die nicht umwandeln. Das ist hier nicht nötig. Ist Zeitersparnis klar. Aber halt für viele auch ein bisschen missverständlich. Aber so ist eben das Leben. That's life. So. Jetzt gucken wir uns natürlich hier gerade nochmal ein paar random Grundstücke an. Wow. Wir haben den Sprung geschafft. Auf jeden Fall sind jetzt schon wieder ein paar mehr hier am Start. Wir gehen jetzt nochmal zum Medikus rüber. Gucken mal, was der so gerade treibt hier. Baustelle, logisch. Erhöht also immer noch so ein bisschen aus auch. Aber er ist schon ziemlich, ziemlich weit gekommen. Es sieht mega, mega nice aus. Hier ein Portal. Okay. Jetzt verstehe ich das auch. Ich hatte ja mal selber solche Pigments bei mir gehabt. Und, oh Leute, ihr geht mir auf die Eier, ehrlich. Und hatte mich ja schon gefragt, wo kommen die denn her? Liefen auf einmal drumherum. Und ich hatte erst damit gerechnet, dass die vielleicht irgendwo entkommen sind, irgendwo ausgebüxt sind. Und nein. Anscheinend, ja, ist dieses Portal dafür verantwortlich, auch wenn es ja nicht wirklich in den Nether führt. Ach, schau mal hier. Hier haben wir sogar noch ein paar Villager, aber wir können nicht mit denen traden. Dazu fehlt die Fleck, lieber Medikus. Das wirst du ja jetzt wissen. Wenn dieser Bereich nicht öffentlich sein sollte, dann würde ich vielleicht eine Tür einziehen. Oder so, aber es wäre wirklich schon mega, mega nice, wenn auch jeder andere mit dem hier traden könnte. Zack. Schicken wir ihn mal baden, der stinkt doch. Der muss baden. Hallo. Ich meine, wenn das Ding hier tief genug wäre, dann könnte man ihn sogar töten. Gut, dass es nicht so ist. Deswegen da auch immer drauf achten. Jetzt gucken wir hier bei den ganzen Grundstücken von LPM und Co. vorbei nochmal. Wir können das nicht zum Verkauf, ja. PI, das ist jetzt gerade ein anderes hier nebendran, neben LPM. LPM hat ja noch ein anderes, aber wir wollten uns das hier halt auch mal angucken, weil ich bin hier schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen und ja, es fällt halt auf, aber wie gesagt, Geschmackssache, nee. Ist ja immer so eine Sache, wisst ihr ja selber. Da brauche ich euch nichts so zu sagen. Ja, jetzt gucke ich gerade noch mal in diese Richtung. Weil ich wollte, wow, ne? Hier geht es also auch schon voran im Stun-Clan, also sieht auch ganz nice aus.
Wäre für unseren Clan natürlich auch ganz gut gewesen, wenn wir jetzt einen Spawn-Guest gehabt hätten. Natürlich kein Muss, ne? Weil viele teleportieren sich sowieso weg. Hier nochmal so ein paar Karten von LPM auch. Roffelkartoffeln und so weiter. Herzliche Grüße gehen auch an dich raus. Wir kennen uns ja auch. Und hier nochmal, ne? LPM weiterhin. Und ja, ob die Karte abgefällt, ist so eine Sache. Wenn man näher kommt, sieht man natürlich hier sehr, sehr pixelig. Aber ne, ich sag mal so, von ja, von der Weite geht es einigermaßen. Da könnten sich einige nicht daran satt sehen. Ich will das aber jetzt auch gar nicht zu lange zeigen und nicht genau aufs Detail eingehen. Ihr wisst selber, es könnten Kinder zuschauen hier. So, dieses Grundstück befindet sich in Planung. Lass mich mal gucken, wem das gehört. Lane Time, war doch klar. Lane Time hat dieses Grundstück vor längerer Zeit erworben, bekommen, wie auch immer. Und es gilt ja eine Bebauungspflicht eigentlich hier auf Creeper Games. Und ja, es passiert nichts. Lane Time sieht man sowieso meistens immer nur irgendwie Suche Spawner, Suche Spawner, Suche dies, Suche das. Suche jenes möglichst günstig und ich verkaufe es teuer. Da gibt es noch so ein paar andere Kandidaten hier. Da möchte ich aber keinen Namen nennen. Es gibt hier andere Kandidaten, die ähnliche Dinge abziehen, die sogar mit in Echtgeldhandel verstrickt sein sollen. Oder sogar sind. Ich beteilige mich nicht an Diskussionen darüber, deswegen werde ich dazu auch nichts weiter sagen, keinen Namen nennen. Auf jeden Fall, liebe Freunde, das war mal so ein kleiner Streifzug hier quer durch den City Build. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe, diesmal ist es wenigstens vollständig geworden. Denn das letzte Video und die letzten Videos allgemein haben immer irgendwie ein Problem zutage gefördert, was jetzt irgendwie unnötig war, aber nicht auf meine Kappe ging. Ja, liebe Freunde, lasst ein Like da, teilt es mit euren Freunden, um nichts mehr zu verpassen, gerne auch die Glocke aktivieren. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, liebe Freunde, auch wenn ich gerade absolut bescheidene Laune habe. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video auch. Geiles GS und ciao, euer Ghostface. Unterstrich EA. _